fährt eins und versucht das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Ne? Das ist eine Leidenschaft und diese Leidenschaft, die bringt uns zum Elektrisieren. Bei mir persönlich sind die Emotionen da und die gehen natürlich, sollten eigentlich ans Publikum gehen. Ich bin davon überzeugt, dass das auch so ist. Sadex gewinnt locker. Sadex for First Dream, dritter Busoni, dann Lavrov. Auf unseren Top-Events haben wir an die 20.000 Zuschauer. Dann ist die Bahn auch richtig schön voll, wie man so sagt. Wir sind ja auch Volkssport, das ist für uns auch ganz wichtig. Wir sind natürlich auch der Sport der oberen 10.000, aber es sind Familien, die hier hinkommen und die wollen natürlich auch mit ihren Kindern Freizeit erleben. Wir sind ein großer Freizeitanbieter für die Sportstadt Köln. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Pferde nah, aber der Reiz ist halt bei uns, dass wir alle zusammen hier was als Familie machen wollen und deswegen hierher kommen. Der Rennsport ist der Sport für Kumpel und Könige, für alle sozialen Schichten. Ich denke aber, was zum Rennsport gehört, ist ein Standing. Und zum Standing gehört auch ein gewisses formelles Outfit. Wir kommen ja vor allem wegen der Kinder hier, weil die Kinder gerne die Pferde gucken wollen. Das ist immer ganz spannend, hier so nah gucken zu können. Wir gehen fair miteinander um. Man darf eins nicht vergessen, es ist ein sehr gefährlicher Beruf und es sind viele Unfälle passiert und jeder weiß, es kann immer der letzte Ritt sein. Deswegen, wir respektieren uns. Wir reiten, jeder reitet sein eigenes Rennen. Es geht dort auch hart zur Sache, aber fair. Sicherlich ist das eine Anspannung, weil wir haben nicht viel Zeit zwischen den Rennen, müssen uns wieder fertig machen, vorbereiten, anderes Dress anziehen und es ist ein harter Arbeitstag und dazu muss ich dann noch mein Gewicht halten, das ist das größte Manko, was überhaupt für ein Jockey ist, bei einer Körpergröße von 1,70 Meter, 53 Kilo oder 52 Kilo zu wiegen, ist natürlich schwer. Wenn man hier zum Beispiel mal zum Grillen im Sommer eingeladen ist, dann gibt es halt kein Bratwürstchen oder sowas, dann isst man ein bisschen am Salat rum. Aber daran hat man sich gewöhnt. Dahinter beginnt ja von Go East. Medan jetzt allein an der Spitze, Medan mit einer Menge. Und Medan von Mr. Hüli, der bleibt in der Nähe. Da kommt First Storm angeflogen, Medan aber gewinnt, Medan und First Storm. Der englische Vollblüter ist ja prädestiniert für seine Eleganz und auch für seine, sage ich mal, seine Schnelligkeit natürlich und damit verbunden diese unheimliche Dynamik, die hinter seiner Geschwindigkeit steht. Ich denke mal, das ist das, was den Vollblüter ausmacht. Morgens, wenn ein bisschen Tau auf der Bahn noch ist, die Sonne geht auf, das macht natürlich Spaß. Ich könnte es mir nicht vorstellen, im Büro zu arbeiten und es ist einfach schön. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und als kleiner Junge habe ich schon Pferde geliebt und das ist jetzt immer noch so. Ich habe immer mit Pferden was zu tun gehabt, jetzt als Jockey, dann als Trainer. Und es ist halt immer wieder, jeden Tag ist was Neues im Rennstall, weil es gibt nicht einen Tag wie der andere, weil es sind Lebewesen und das macht halt schon Spaß und natürlich die Pferde darauf vorzubereiten. Und wenn die Pferde natürlich noch schnell laufen, dann ist es halt ein besonderes Gig halt. Eine Faszination und die Pferde sind aber auch ein Freund und ich glaube, darüber muss sich der Mensch auch immer im Klaren sein. Er hat eine Verantwortung für das Pferd und das Pferd will eigentlich sein Bestes geben und das müssen wir immer wissen und da müssen wir sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Hier werden die besten Pferde trainiert, also die meisten Pferde halt und es ist eine gute Anlage, wo man Pferde gut darauf vorbereiten kann und die Gegebenheiten sind schon gut hier.
wir haben immer das große Glück gehabt, dass die größten und wichtigsten Trainer hier in Köln angesiedelt waren. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier eine sehr große Qualität haben. Und das will der Wetter und der Besucher auch sehen. Mitfiebern. Ein bisschen Wetten zwischendurch, das macht ja gerade auch einen Reiz aus, sag ich mal. Ne? Hier und da ist für uns informieren, hier ein bisschen Lektüre dazu zu holen und dann versuchen, Gewinn rauszuschlagen. Ja. Wir haben jetzt einen Gemeinschaftstipp gemacht zu 10 und hoffen, dass wir das richtige Pferd gewettet haben. Bestes System ist, man spielt eventuell seinen Geburtstag, man sucht sich einen Pferdenamen aus, man sucht sich einen Jockey aus, der einem gefällt, oder man spielt seine Autonummer. Das bringt einen viel, viel weiter, als wenn man sich jetzt bei Fachleuten beraten lassen will. Wenn diese Fachleute alles wüssten, dann wären sie alle so steinreich und bräuchten nichts anderes mehr zu tun. Es gibt auch immer noch so ein Kuriosum, dass manche Wetter immer darauf achten, ob ein Pferd vielleicht nochmal vor dem Verlassen des Führings äppelt, weil es dann vielleicht besonders entspannt und erleichtert ist. Das ist also nicht berechenbar. Sonst wäre es auch zu einfach, sonst wären nur Sieger auf der Bahn und keine Verlierer. Wir haben schon die kuriosesten Geschichten erlebt. Familien, die hier das erste Mal hingekommen sind und dann bei einem Einsatz von damals noch 40 D-Mark mit 60.000 D-Mark wieder nach Hause gegangen sind. Das ist wie Weihnachten. Es ist ja auch so, dass der Galopprennsport nie langweilig wird. Zu keiner Sekunde. Es sind immer wieder andere Pferde. Es sind immer wieder andere Rennen, die Spannung bieten. In dem Moment, wenn die Pferde am Start oder auf dem Geläuf sind, am Start sind, dann fängt das hier auch mit dem Herzklopfen an. Ich bin vor jedem Start relativ nervös. Meine Herzfrequenz geht deutlich nach oben. Der Pferderennsport ist einer der angenehmsten Arten von Virusbefall, den man haben kann. Wenn man einmal von diesem Sport infiziert wurde oder von diesem Virus, dann ist man fasziniert und dann kommt man auch so schnell gar nicht mehr davon los. Man konzentriert sich aufs Pferd, man konzentriert sich auf die Gegner, man hat seinen Reitrhythmus. Je nach Situation unterstütze ich das Pferd lautstark, obwohl manche meinen, das dürfte man nicht, aber trotzdem gehe ich dann tatsächlich aus dem Anzug raus. Wenn ein Pferd dann noch gewinnt, dann ist man wahnsinnig stolz und das ist dann wie ein Familienmitglied. Wenn man über die Ziellinie ist, dann kriegt man eine richtige Gänsehaut und dann fällt einem riesiger Stein vom Herzen. Das ist also ein unbeschreibliches Gefühl.